pfeifen darf, ist Eike Schäffer. Er wird nachher das Endspiel leiten dürfen. Und wir sind gespannt, wie dies dann lauten wird. Jetzt aber erstmal ins Viertelfinale. Köln gegen Stuttgart. Ball zurückgelegt und gleich die erste Möglichkeit, aber Ruben Volkert, der starke Keeper der Stuttgarter, vereitelt diese Chance. Und die Kölner haben auffällige Spieler dabei. Carlos de la Cruz fällt ein. Patrick Inke, der Top-Torschütze auch der Kölner, mit 16 Treffern in 13 Spielen in der Mittelrheinliga. Kölner da Tabellendritter. 9 Punkte Rückstand auf Viktoria Köln sind es schon. Das wurmt natürlich jeden FC-Anhänger. Tabellenzweiter in der Liga ist übrigens Alemannia Aachen. Die haben 7 Punkte Vorsprung auf den FC. Aber der hat jetzt mal andere Sorgen. Das ist Patrick Inke mit dem wunderschönen Tor zum 1:0 für die Kölner. Und es war fantastisch gemacht. Und ich habe den Eindruck, hier werden die Köln-Flaggen immer mehr. Links am Block, im Mittelblock. Überall weht der FC. Klasse Tor. Mal zurückgelegt und klasse Parade von Vincent Müller. Er hat im Spiel gegen den BVB fantastische Paraden gezeigt. Abschluss jetzt. Geblockt. Wieder Müller. Zeit läuft in der Halle nicht weiter. Der Angriff wird noch durchgespielt für die Stuttgarter. Erst jetzt geht's weiter. Die Frage, ob Schäffer Zeit mitgenommen hat auf seine Uhr. Das könnte natürlich noch für Ärger sorgen. Sollte eine Mannschaft sich knapp führen, dann die Zeit nicht wirklich geklärt sein. Jetzt die große Chance für den VfB. Volley Abschluss, der passt dann nicht ganz an den Pfosten. Von Yusuf Baran. Auch er hat schon tolle Spiele gezeigt. Heute jetzt aber die Kölner am Gegenzug quergelegt. Und das Tor für Köln. Carlos de la Cruz. Die Kölner. Falls Sie sie mitbekommen haben, die Kölner in der Vorrunde. Auftaktspiel gegen Dortmund, 2:7. Zweites Spiel gegen Hannover 1:2, drittes Spiel gegen Mainz 3:4. 0 Punkte, 13 Gegentore. Und dann gegen Bayern, die alles weggeknallt haben in der Vorrunde.
dann hauen die Bayern 4-2 aus dem Turnier und führen jetzt gegen Stuttgart, die auch richtig gut unterwegs waren, mit 2-0. Stark gepokert, wie der eine oder andere ja, vielleicht vermuten. Jetzt passt das Tor. Kuriose Szene, aber Robert Volkerts hat das Glück auf seiner Seite. Die Kölner wieder mal Besitz. Kurz zur Vorgehensweise gleich nach diesem Spiel geht es sofort mit den Halbfinales weiter. Wolfsburg gegen Hannover, wieder Nordderby. Und danach dann das zweite Halbfinale Leipzig gegen den Sieger aus dieser Partie hier. Wir befinden uns also unmittelbar auf der Zielgeraden an diesem Turniersonntag. Klasse Solo-Lauf hier mit ganz viel Dynamik. Große Chance für Noel. Charles Kahn. Noel. Charles Kahn. Jetzt der lange Ball. Gut gespielt. Tolles Kreuzen da per Kopf. Patrick Inze. Yusuf Baran. Gegen drei. Behauptet sich, holt den Freistoß raus. Gut gemacht. Jetzt schnell ins Spiel bringen. Jawohl. Abschlussmöglichkeit für den VfB. Bastian Fröhlich in die Arme von Vincent Müller. Der lange Ball landet bei Ruben Volkert in den Armen. Fröhlich legt den Ball schlecht zurück. Patrick Inze kriegt einen Stoß in den Rücken. Darf man Freistoß pfeifen. Spiel auf weiter. Köln bleibt im Ballbesitz. Quasi quergelegt. Fast das Eigentor, aber da bekommt Volkert das Bein noch ausgestellt. Jetzt der Ballverlust wieder für Köln. Das Tor. David Schmidt, der Kapitän. Kölner Alarm für Lübbecke. Das drei Wochen vor Karneval. Stuttgart setzt jetzt schon auf volle Offensive, hat den fünften Feldspieler auf der Platte. Sie müssen was tun. Es sind zwar noch 8 Minuten, aber 3 Tore sind ein dickes Brett gegen leidenschaftlich verteidigende Kölner. Yusuf Baran. Nächste Chance. Ah, das war blind gespielt. Wir können jetzt Situation. Baran wieder geklärt. Von David Schmidt. Hottmann. Und Freistoß für den FC.
Auch wenn Erik Hottmann da nicht wirklich mit einverstanden ist. Mal gut rüber gespielt. Und jetzt Hoffmann vielleicht mit dem Volley-Schuss. Nicht schlecht angesetzt. Muss Vincent Müller mindestens behandelt werden. So ein bisschen Nasenbluten hat ihn erwischt. Und jetzt zurück auf der Platte. Weiter geht's. 6,5 Minuten laut Hallenuhr. Noch zugehen. Die Kölner wieder quergelegt. Diesmal aber Lukas Schuckenböhmer. Klasse überlupft hier. Und David Kanic. Aber wieder die Parade von Vincent Müller, der jetzt in den beiden K.O.-Spielen tolle Spiele gezeigt hat. Gegen Bayern München auch schon überragend im Tor. Staller, Christian Früchtel, passt die Show. Den wir natürlich noch ganz gerne etwas länger im Turnier gesehen hätten. Tolle Paraden gezeigt, der ja, Teilzeitprofi, wie man es vielleicht sagen will. Gerade in Katar gewesen mit der ersten Mannschaft des FC Bayern München. Und an diesem Wochenende hier in Lübbecke auf der Platte gewesen, aber auch er konnte das Ausscheiden nicht verhindern. Es gibt es Freistoß für den ersten FC Köln. Nach Foulspiel an Carlos de la Cruz. Stuttgarter brauchen ein Erfolgserlebnis. Dann könnte das Spiel hier nochmal kippen. Im Moment haben die Kölner so ziemlich alles im Griff. Fallrückzieherversuch. Knapp neben das Tor. Von Kölns Nummer 7. Altri Empire City. Jetzt der Ballgewinn. Pajacetti. Pajacetti, aber der Ball abgefälscht. Das ist Hottmann. Und jetzt sind wir so richtig in Position. Der absolut starke Spieler des VfB. Faires Tackling hier. Die Stuttgarter laufen nicht mehr so konsequent durch. Kommt nicht mehr so in die Spitze rein. Das sah zu Beginn des Turniers noch etwas besser aus. Abschuss Hottmann. Wieder Vincent Müller. Langer Ball ins Tor geworfen, aber das zählt nicht. Das Tor zählt nicht. Auch wenn der Kölner Lauflauf läuft, geht bis Abstoß. Das wäre ein bisschen einfach.
Jetzt Abschluss, fast im Gegenzug. Ottmann. Jetzt Hauptmann am Ball, Überzahl, 3 gegen 2 für die Kölner. Er spielt den Ball quer, aber wieder gegen die Bande. Hauptmann, klasse aufgerampelt, aber wieder kein Tor für den VfB Stuttgart. Die jetzt einfach etwas glücklos agieren. Jetzt der Ball abgelegt, die Chance für die Kölner. Schäfer hat kurz überlegt und gibt jetzt Freistoß für den ersten FC Köln. Und das, denke ich, war die korrekte Entscheidung. Wird noch über den Tatort diskutiert, wo der Ball jetzt liegt. Nächste Ausführung. Ball geblockt. Stuttgart noch im Spiel, aber es wird immer schwerer. Aufgrund der Zeit. Jetzt die Drehung. Quergelegt. Oh, das war schlampig gemacht, aber trotzdem die Chance auf die Entscheidung. Aber nein, Warte Ginze scheitert an der Bande. Jetzt ist klasse Spiel über die Bande. Freistoß für die Kölner. Wichtige Entscheidung, bald schon wieder im Spiel. Und der Treffer! Patrick Hinze lässt sich feiern! Das 4:0. 16 Tore in der Mittelrheinliga. Und jetzt schießt er hier seine Köln endgültig ins Halbfinale. Jetzt der Anschluss für Stuttgart. Bastian Fröhlich. 1:44 noch auf der Uhr. Boah, 3 Tore in 104 Sekunden. Das ist natürlich machbar, aber verdammt schwer. Es wäre schon ein kleines Winterwunder hier beim Freiburg Cup. Die Stuttgarter jetzt in Ballbesitz. Es sieht alles nach Halbfinale für Köln aus. Wie gesagt, nach der Vorrunde hätte da keiner auch noch 1 Cent drauf gewettet. Jetzt die Entscheidung! Das 5:1 für den ersten FC Köln. Carlos de la Cruz mit dem 5:1 für Köln. Und die Höhner haben hier in Lübeck Hochkonjunktur. Und es geht in die letzte Spielminute. Die 5. Jahreszeit schon im Januar. 51 Sekunden vor dem Ende. Abschluss nochmal für Köln. Für Stuttgart, Entschuldigung, das Tor. Durch Yusuf Baran. Schöner Linksschuss. Und da liegt der Torwart Vincent Müller. Verletzt am Boden. Das war ein Zusammenprall mit einem Stuttgarter. Im ersten Moment nicht so gut aus. Oh, das wäre ganz bitter. Für die Kölner. Mit
gute Besserung an dieser Stelle an Vincent Müller. Der ist ja ein tolles Turnier spielt. Wir verabschieden uns vom VfB Stuttgart. Tolles Turnier gespielt. Sie können nicht aufschließen zum Rekordsieger Hertha BSC Berlin. Stuttgart, der bisher mit 3 gewinnen. Hertha mit 4. Die Kölner übrigens mit noch keinem Titelgewinn. Jetzt die 2 Minuten für Erik Ottmann. Der VfB natürlich enttäuscht über das Ausscheiden. Hier richtig Armarbeit von David Kanic. 12 Sekunden vor Ende. Nochmal quer gespielt. De La Cruz mit dem Schussversuch. Uhr wieder angehalten. 8 Sekunden noch drauf. Zu hoffen natürlich für die Kölner, dass es Vincent Müller wieder gesund zwischen die Pfosten schafft, weil er schon ein wichtiger Baustein hier für die Kölner ist mit seinen tollen Paraden. Das war's. Glückwunsch an den ersten FC Köln zum Einzug ins Halbfinale.